Ach ja, das tat doch mal wieder gut. Zwar nicht unbedingt das beste Bett, aber wesentlich besser als ein bisschen Stroh auf dem Boden im Gefängnis. Da sacken wir erstmal unsere Rüstung rein und ziehen uns auch gleich an. Dann sollten wir zuallererst was zu essen finden. Schulterpanzer noch umgezurrt. Schwert in die Scheide. So. Ist da irgendwas noch in der Kiste drin? Nee. Wäre ja auch zu schön, wenn irgendein Vorbesitzer was hätte liegen lassen. Unterm Kissen vielleicht? Nein. Na gut, dann halt nicht. Ordentlich müssen wir es nicht hinterlassen. Wir haben 10 Draken bezahlt. Und raus hier. Worum geht es denn? So, gibt es hier auch Frühstück? Unsere Türen stehen euch immer offen. Ha, er hat Quama-Eier im Angebot. Das klingt nicht so appetitlich, aber scheint hier wohl weit verbreitet zu sein. Und Salzreis. Rattenfleisch bietet er uns auch noch an. Sumpfblume, Guarhaut, das klingt alles nicht sehr appetitlich. Aber gut, andere Länder, andere Sitten. Wir nehmen mal ein Quama-Ei und ein wenig Salzreis dazu. Den Salzreis können wir auch mitnehmen unterwegs, ein bisschen essen. Die sehen auch nicht gerade sehr freundlich aus. Berichtet euren Freunden von diesem Ort. Lädt nicht wirklich ein, hier zu essen. Ist oben noch was frei? Nee, da hängt eher. Gut, okay, raus hier. Und wir suchen uns einfach irgendwo ein stilles Örtchen und essen da unser Frühstück. Wir müssen allgemein hier zu einer Taverne namens Südwall. Na, hier oben sitzen auch schon welche. Aber die scheinen wohl mit Trinken beschäftigt zu sein. Also gut. Ich werde beobachtet. Setzen wir uns hier hin. Ich kann es spüren. Schlagen unser Ei auf. Und essen etwas Salzreis dazu. Ach ja. Und eine Aussicht auf diesen riesigen Krabbler. Joach. Na gut. Das tat schon mal gut. Jetzt müssen wir in den südlichen Teil der Stadt. Da dürften wir eigentlich schon sein. Und da zur Südwall-Taverne. Aber uns wurde gesagt, dass wir im Südosten der Stadt. Auf der anderen Seite des Odai. Ist das da der Fluss? Ja, wahrscheinlich. Na gut. Also das Gebäude hier vielleicht oder dahinter. Also Balmora ist schon mal wesentlich größer als Saelanin. Und hat wahrscheinlich wesentlich mehr Möglichkeiten, auch noch Draken zu verdienen. Wenn man die ganzen Häuser hier so sieht. Aber gut, wir sollten uns erstmal bei unserem Vorgesetzten melden. Und Taverne Südwall, das klingt doch gut. Bist du hier ein Gast, oder? Anscheinend. Gehen wir mal runter zu dem Besitzer. Was willst du? Er hier. Seid gegrüßt, Marco Sidicus. Ich bin Fain Riel und das ist Balmora. Ich glaube nicht, dass wir uns schon begegnet sind. Kann ich irgendetwas für euch tun? Ja, das kannst du. Wir suchen Caius Cosades. Der alte Süßholzraspler? Ich bin mir nicht sicher, wo er jetzt lebt, aber fragt Bacola Clossius, den Besitzer. Er wird es wissen. Achso, du bist nur für die Bar zuständig? Na gut. Wo finde ich denn Bacola Clossius? Er ist der Eigentümer. Er muss hier irgendwo sein. Na gut. Du siehst eher aus wie eine Wache. Du bist bestimmt nicht der Besitzer. Und du süßer auch nicht. Mondzucker. Ich heiße nicht Mondzucker. Ganz schön viele Khajiit hier. Was Khajiit für dich tun können? Sucht ihr mich? Ihr wollt der Diebesgilde beitreten? Sollte man so etwas nicht ein wenig diskreter regeln? Das scheint hier im Wardenfell-Distrikt ein wenig anders gehandhabt zu sein. Aber nein, wollen wir eigentlich nicht. Jedenfalls noch nicht. In Ordnung, ich leihe euch mein Ohr.
Euer Name ist also Marcus Sittikus und ihr seid neu hier in Balmora. Nun, mein Name ist Arathur und ich beantworte gerne eure Fragen. Ich habe ohnehin gerade nichts anderes zu tun. Und wenn ich euch mit den Morrowind-Legenden langweile, lasst es mich wissen. Eigentlich würden wir nur gerne etwas wissen über Caius Cosades. Da weiß er aber auch nichts. Und über den Besitzer. Der muss hier irgendwo sein. Du siehst nicht aus wie ein Mann. Dann wirst es wohl du sein. Ja, die Kleidung passt schon eher zu einem Besitzer. Sprecht nur. Nur zu. Guten Tag, ich bin Bacolo Clossius. Wirt der Südwaldtaverne hier in Balmora. Wir vermieten Betten und ich biete auch eine begrenzte Anzahl an Waren an. Okay, kannst du uns sagen, wo wir Caius Cosades finden? Der alte Caius betreibt auf einem Hügel am Nordrand der Stadt ein kleines Gasthaus. Nehmt die Eingangstür und nicht die Tür zur Terrasse. Geht nach rechts die Treppe rauf, dann links hinunter bis zum Ende der Straße. Nochmal, nehmt die Eingangstür und nicht die Tür zur Terrasse. Okay, also wir sollen zur Eingangstür raus. Geht nach rechts die Treppe hinauf, dann links hinunter bis zum Ende der Straße. Okay, lebt wohl. Das wird wohl die Terrasse sein. Also Eingangstür war hier unten. Rechts die Treppe hinauf. Und die Straße hinunter. Also das Haus oder das Haus? Hier ist abgeschlossen, was nichts heißen will. Und hier... Oh. Hallo? Ja? Was? Ja, ich bin Caius Cosades. Doch was meint ihr damit euch? Euch wurde gesagt, meldet euch bei Caius Cosades. Wovon redet ihr? So. Ihr sagt, euer Name ist Marcus Sittikus und dass ihr euch bei mir melden und mir ein Paket übergeben sollt. Vielleicht darf ich es mir auch einmal ansehen. Ja. Ja, sehr interessant. So, hier steht, der Kaiser wünscht, dass ich euch zum Novizen bei den Klingen mache. Das bedeutet, ihr müsst meine Befehle befolgen. Seid ihr dazu bereit? Also die Klingen sind eine Geheimorganisation. Auch wenn sie heutzutage nicht mehr wirklich so geheim ist. Und er fragt uns direkt, ob wir bereit sind, seinen Befehlen zu folgen. Eigentlich nicht. Aber es wird bestimmt eine Auflage sein für unsere Freiheit, oder? Aber es kann ja nicht schaden, mal ein wenig an den Ketten zu rütteln. Wir sagen also einfach nein. Gut, dann verschwindet von hier und kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Das ist jetzt unerwartet gewesen. Eigentlich hätten wir eher damit gerechnet, dass er uns dann droht, uns wieder einbuchten zu lassen. Aber na gut, lebt wohl. Du hast dein komisches Paket bekommen und kannst jetzt damit machen, was du willst. Sehr schön, wir sind frei. Wir haben 300 Draken, wir haben Rüstung, ein Schwert und eine ganze Stadt, die wir ausnehmen können. Schöne Sache. Wie spät haben wir es denn? Wird wohl schon gegen Mittag sein. Reichtum ohne Grenzen wünsche ich. Reichtum ohne Grenzen, das klingt sehr, sehr gut. Trotzdem sollten wir uns von dieser Stadt erst einmal absetzen. Wer weiß, ob wir nicht doch noch beschattet werden, was recht wahrscheinlich ist. Also könnten wir entweder ganz woanders hingehen oder zurück nach Sedanin. Denn da gibt es immer noch diese Schmugglerlager, was ja recht interessant klingt. Aber erstmal sollten wir uns Ausrüstung zulegen. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Geld. Ja, schauen wir uns hier mal um, was es so für Geschäfte gibt. Hier die Treppe hoch. Das sieht doch nach einem Waffenhändler aus. Die Klingengrube. Sehr schön. Sehr interessante Rüstung. Geht's hier rein? Ja. Überall Wachen. Reichtum ohne Grenzen wünsche ich. Hallo. Ich grüße euch, Bürger. Ich bin Torek. Willkommen bei Mora. Wir sind eine Stadt, die Haus Lalu nahe steht und treue Bürger des Kaiserreichs. Was kann ich für euch tun? Erstmal gratulieren wir Ihnen zu einem so wunderschönen Laden. Ihr ehrt mich, Marcus Sittikus. Danke. Und schon mag er uns wesentlich mehr.
Wo er uns gerade so wohlgesonnen ist, könnten wir ihn ein wenig ausfragen. Ein kleines Geheimnis. Vampire stellen hier nicht das gleiche Problem dar wie drüben im Westen. Hier haben die Dunkelelfen sie schon vor Jahrhunderten ausgeräuchert und der Tempel achtet darauf, dass sie nicht zurückkehren. Das klingt beruhigend. Ein kurzer Ratschlag. Der beste Anfang ist, einer Gilde beizutreten. Erledigt eine Arbeiten, steigt im Rang auf und ihr bekommt Rabatte, Ausbildung und andere Dienste. Ihr kommt hinaus, in Wadenfeld herum, lernt Land und Leute kennen. Die Gilde interessiert sich für euch und entscheidet nicht über euren Kopf hinweg. Zumindest die Kriegergilde und die Legion. Bei der Magiergilde ist etwas anderes. Einige verknöcherte alte Bücherwürmer haben keine Ahnung, wohin sie euch schicken, und das interessiert sie auch nicht sehr. Na gut, die Magiergilde ist für uns ja eh uninteressant. Aber die Kriegergilde und die Legion. Was kannst du uns über die Kriegergilde sagen? Die Kriegergilde in Balmora ist an der Handelsstraße westlich des Flusses. Zur Rechten, wenn ihr vom Platz aus nördlich geht, nahe dem Südtor und dem Schlickschreiterhafen. Aedes Feuerauge ist die Kämmerin. Sucht nach ihr, wenn ihr der Kriegergilde beitreten wollt. Also wenn wir wirklich in Balmora bleiben wollen, was hier immer noch fraglich ist, wäre das gar nicht mal so eine schlechte Idee. Aber gehen wir erstmal ein wenig einkaufen bei ihm. Wir haben zwar momentan schon ein Schwert, aber wir hätten gern ein ordentliches und nicht so ein rostiges altes Ding. Silberkurzschwert, Silberlangschwert, das hat doch gleich viel mehr Stil. Kostet aber auch ordentlich. Aber das werden wir uns mal gönnen. Die Klinge nehmen wir also, verkaufen ihm dafür das Breitschwert und versuchen ihn auf 100 runterzuhandeln. Sehr schön. Das sieht doch gleich viel besser aus. Ich bin auf alles vorbereitet. Sprecht nur. Oh, nee, das war's schon. Danke. Raus hier. Und jetzt sollten wir uns wirklich überlegen. Bleiben wir in Balmora? Wobei wir in Gefahr laufen, dass die Kaiserlichen uns ohne Grenzen irgendwann einfangen und zwingen, ihre Aufträge zu erledigen. Oder setzen wir uns erstmal ab? Was brauchen wir denn? Wir brauchen auf jeden Fall noch bessere Ausrüstung. Nicht unbedingt Rüstung, sondern eher vielleicht noch ein paar Tränke und Schriftrollen. Vor allem Heiltränke wären praktisch. Gucken wir uns mal diese Händlerstraße genauer an. Es müsste die hier sein. Was haben wir hier? Ein Buchhändler. Ach nö. Hier wäre die Kriegergilde. Die Magiergilde. Ein Rüstungsschmied. Ach, da können wir noch mal kurz reingucken. Na, wieder überall Wachen. Nun, worum handelt es sich? Die machen es einem echt nicht einfach. Erstmal schmeicheln und dann gucken wir, was er im Angebot hat. Ah, er hat doch noch eine chitine Hose. Die fehlt uns doch. Sehr gut. Und ansonsten nur recht skurrile Rüstung, eine Zweihandaxt und Reparaturhammer. Aber wir kennen uns mit Reparatur nicht wirklich aus, also sollten wir davon die Finger lassen. Nö, gut, dann hätten wir gerne nur die Hose. Aber nicht für 26, sondern für 24 Draken. Nee. 25 Draken? Nee. Dann halt 26. Menno. Kannst du uns vielleicht Gerüchte erzählen? Jeder weiß, dass Nollus Atreus, der Magistrat von Balmora, korrupt ist. Diebe, Räuber und Mörder bekommen lächerliche Strafen oder bezahlen eine Drake und sind frei. Aber man wird Atreus niemals etwas nachweisen. Er hat gute Freunde und Familie in der Kaiserstadt, die ihn decken. Der Kriegsfürst der Legion, Larius Varro, drüben in der Festung der Mondfalterlegion, hat einen Eid geschworen, die Korruption zu beenden. Aber ich sehe nicht, was er tun könnte. Nullus Atreus ist korrupt. Das sollten wir uns merken. Aber hier verabschieden wir uns erstmal.